Ja, ich bin Nastasia, Mitarbeiterin der Professur für Hochschuldidaktik und Evaluation in Gießen und ich erzähle was zur digitalen Verknüpfung von Lehrveranstaltungsevaluation und Hochschuldidaktik. Und viele von euch haben sicher auch schon mal Lehrveranstaltungsevaluationen bekommen und teilweise sind die sehr gut aufbereitet, Lehrveranstaltungsevaluationen, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht. Aber oft ist dann eben die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich danach? Also wie komme ich denn jetzt wirklich zu einer konkreten Verbesserung meiner Lehre? Und wie bleibe ich nicht einfach quasi bei diesen Ergebnissen stehen? Und da ist es oft so, dass es empirisch Hinweise dazu gibt, dass es eben ohne konkrete Anregung nicht zu einer wirklichen Verbesserung der Lehre kommt. Hier ist ein gutes Zitat. Wessen ethically dubious, but widespread custom of giving potential negative feedback to teachers without providing access to cost-effective interventions to assist them to improve their teaching effectiveness. Also man evaluiert die Lehrenden, aber sagt ihnen nicht, was sie wirklich machen können, um besser zu werden dann in ihrer Lehre. Hier haben wir den Qualitätsmanagementzyklus dargestellt. Also man plant Lehre, man setzt die Lehre um, man checkt die, also man evaluiert. Und dann ist das Problem, man kommt dann nicht zu einer wirklichen Anpassung, einer Verbesserung der Lehre, zum Acting. Also wir haben hier quasi eine Kluft dazwischen. Und dieses Problem haben wir uns überlegt, wie können wir das denn mit Hilfe der Digitalisierung, einen Schritt in Richtung Lösung des Problems gehen und wie können wir das eben auch so machen, dass wir das eben auch kosteneffektiv machen und wir können halt nicht quasi jeden Lehrenden einzeln beraten. Da haben wir nicht die personellen Ressourcen für. Genau. Und da haben wir jetzt uns eben zwei Maßnahmen überlegt. Die erste Maßnahme sind Lena und Lena T. Das sind zwei Online-Systeme, wo Lehrende basierend auf ihren Evaluationsergebnissen konkrete textbasierte Tipps bekommen, was sie besser machen können. Also Lena T. ist für Tutoren, weil es ja eben nochmal andere Herausforderungen sind als für Lehrende. Und das heißt eben Lehr-Evaluations-Navigationssysteme. Hier sieht man, was Lehrende auswählen können. Hier sind die 22 verhaltensbasierten Items des Evaluationsbogens dargestellt. Und da können Lehrende eben diejenigen anklicken, wo sie meinen, da möchte ich mich verbessern, basierend auf den Evaluationsergebnissen. Dann klickt man das eben an, wie dargestellt, kommt dann rein ins System und sieht dann ganz viel Text. Und da haben uns Lehrenden auch schon gesagt, wo ich dann nachher zur zweiten Maßnahme komme, mach doch mal was mit Medien. Also dazu komme ich dann gleich. Also wir sehen ganz viele Tipps, also warum soll ich mich überhaupt in dem Bereich verbessern bei dem Item? Was kann ich konkret machen? Dann haben wir jetzt auch Maßnahmen zum Umgang mit Heterogenität und Diversity, haben Methoden, Zitate von Lehrenden und Studierenden, was die dazu sagen von unserer Uni, aber auch ganz wichtig eben Kurse der Hochschuldidaktik. Die passen wirklich basierend auf diesem Item, wo evaluiert worden ist, quasi dazu passend angeboten werden. Wo Lehrende nicht lange suchen müssen, was besuche ich denn jetzt da für einen Kurs, sondern die wissen ganz klar, was kann ich machen. Dann haben wir das mit Medien. Zu jedem Item des Bogens haben wir möglichst zu jedem Item videofallbasiertes Lernen für Lehrende. Lehrende lernen, wie in der Lehrerbildung, was sie quasi von anderen Lehrenden lernen können, wie sie im Video sehen. Und dazu sehen wir gleich auch ein Beispiel, wie so eine generelle Sequenz aussieht. So, dann gibt es aber diesen blinden Fleck und auf den kommt es an. Das ist der, der mir unbekannt ist, aber der euch bekannt ist. Zum Beispiel, ich rede hier die ganze Zeit und ich fuchtel hektisch mit meinen Händen rum. Nehme ich selber nicht so wahr, aber ihr sagt, oh, sehe ich und stört mich total. Oder du sagst da und ne? Kann ja auch sein. Nehme ich selber nicht wahr, aber ihr nehmt es wahr und da setzt dieses Modell an und da setzt Feedback an. Zu sagen, also diesen blinden Fleck wollen wir sichtbar machen. Fragen zu dem Modell? Ich nehme Schweigen als Nein. Genau, dann haben wir diese Sequenz, die sind dann so 3 bis 5-minütig, also wirklich kurz und knackig. Und dazu muss das Ganze natürlich didaktisch einbetten, diese Fälle. Wir haben eben eine Information zum Fall, was ist das für eine Veranstaltung, Seminar, Vorlesung, Beobachtungshinweise, Analysefragen und dann ganz wichtig, keine Musterlösung, weil in der Lehre gibt es nicht immer, ist richtig, ist falsch, sondern kommentieren in Videos. Der Dozierende, die Dozierende selbst sagt was dazu, warum habe ich das so gemacht? Studis sagen, das fand ich gut, weil... Und unser Team der Hochschuldidaktik, die kommentieren das auch noch und sagen, das ist eben aus didaktischen Gründen sinnvoll, das so und so zu machen. Und das wird auch noch so ein bisschen relativiert, dass zum Beispiel nicht einer sagt, ja, ist ja ganz schön, kann man im Seminar machen, aber für eine Vorlesung passt das ja gar nicht. Das Ganze soll aber dann auch polyvalent genutzt werden. Also nicht nur quasi zum Beispiel als Selbstlernmaterialien auf der Lernplattform, sondern auch als Blended Learning Kurs. Dafür etablieren wir gerade extra einen Blended Learning Kurs. Präsenzkurse können dadurch medial angereichert werden und
wir verlinken das Ganze im Online-System. Und dann sehen wir abschließend, dass wir quasi durch diese Maßnahmen versuchen, einen Beitrag zu leisten, um diese Kluft zwischen Check und Act zu schließen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.